Jahre 6/2129. Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Koblin von der Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, gestern am Rande der Landtagssitzung habe ich mit dem Minister Herrn Brotkorb noch ein paar Worte gewechselt über die heutige Debatte und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Ahnung, dass er so gesundheitlich angeschlagen ist, dass er nicht teilnehmen kann. Es hat sich nun bewahrheitet an dieser Stelle. Gute Besserung an den Minister, das sage ich, Respekt vor der Persönlichkeit, weil alles, was jetzt kommt, kontroversen Hintergrund hat und sehr kritikbeladen ist. Sehr geehrte Damen und Herren, einsteigen möchte ich damit, dass der Bundespräsident, der sehr geschätzte Bundespräsident Johannes Rau, ich glaube zu einer Zeit, als er noch kommissarisch SPD-Vorsitzender war, mal gefragt wurde, was er unter politischer Glaubwürdigkeit versteht. Und er hat gesagt, politische Glaubwürdigkeit ist aus seiner Sicht zu sagen, was man tut und tun, was man sagt. Und unter diesem Blickwinkel ganz speziell möchte ich die Einbringung unseres Antrages vornehmen. Wie glaubwürdig ist die Theater- und Orchesterpolitik hierzulande? Das möchte ich an 5 Punkten beleuchten. Erstens, vielleicht folgendes, die SPD, das lesen Sie auch, Land auf, Land ab, plakatiert, dass wir entscheidet. Das ist eine sehr sympathische Aussage. Steht doch, dass wir entscheidet für Gemeinsamkeit, für Solidarität und Zusammenhalt. Ich betrachte das als eine universelle Aussage. Insofern müsste sie auch zutreffen auf Theater und Orchester. Wie ist es aber bestellt um das Wir? Wer ist wir? Sind wir die hunderttausenden Besucherinnen und Besucher von Theaterveranstaltungen, Sinfoniekonzerten oder den Open-Air-Veranstaltungen, gerade auch in diesem Sommer? Wohl nicht. Sind wir die 51.000 Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die die Volksinitiative unterschrieben haben im vergangenen Jahr? Wohl nicht. Sind wir die 16.000 Petentinnen und Petenten, die im Raum Stralsund eine Massenpetition unterschrieben haben? Wohl nicht. Sie wurden seinerzeit nicht einmal angehört. Die Mehrheit von SPD und CDU im Ausschuss hatte das verhindert. Sind wir die tausenden Rostockerinnen und Rostocker, die für ein eigenständiges Theater ihre Unterschriften gegeben haben? Wohl nicht. Wir sind alleinig offenbar der Ministerpräsident, Herr Sellering, und der Bildungsminister. Wir ist SPD. Mithin, die SPD betitelt sich in der dritten Person. Ein glaubwürdiges Wir entscheidet hätte bedeutet, wir berücksichtigen, dass für sehr, sehr viele Menschen Kultur, insbesondere Theater und Orchester, elementar wichtig sind. Wir berücksichtigen dies in der Mittelbereitstellung und in der konzeptionellen und operativen Arbeit. All das tun sie nicht. Sie deklarieren, sie plakatieren etwas, was sie im Alltag schlicht und ergreifend missachten. Zweitens, wie glaubwürdig ist Ihr Koalitionsvertrag, Herr Kokert? Sie haben ihn ja mit unterzeichnet. Im Koalitionsvertrag in Punkt 232 kündigen Sie ein grundlegend neues Konzept für Theater und Orchester an. Tatsächlich gibt es aber kein Konzept. Wir reden auch noch über Schwerin. Das wird Ihnen nicht zur Freude gereichen. Tatsächlich gibt es kein Konzept, es gibt lediglich Modelle. Und diese sind vom Leben auch noch überholt. Statt konzeptionell und systematisch an gleichberechtigter Gestaltung für die Zukunft aller Standorte zu arbeiten, betreiben Sie ein kurzatmiges Krisenmanagement. Sie bieten nur Insellösungen an für einzelne Standorte, die noch dazu gegeneinander ausgespielt werden. Glaubwürdige Politik, sehr geehrte Damen und Herren, sieht anders aus. Drittens, wie glaubwürdig ist die von Ihnen propagierte faire Partnerschaft zwischen Land und Kommunen? Von fairer Partnerschaft haben Sie geschrieben im Koalitionsvertragspunkt 335. Ihre faire Partnerschaft entpuppt sich, Herr Kokert, als politische Nötigung.
Sie bieten den Einstieg in das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin an. Im Übrigen hätten Sie das schon im April vergangenen Jahres haben können. Wir haben das damals vorgeschlagen, unter anderem Blickwinkel. Zwar, aber Sie haben anderthalb Jahre an der Stelle verloren. Lassen wir das mal beiseite. Sie sagen, wir wollen da einsteigen im Mecklenburgischen Staatstheater, verbinden das mit knallharten Bedingungen. Sie sagen, wir wollen, dass ihr Schwerinerinnen und Schweriner verhandelt. So weit, ja, komme ich jetzt zu. Dass, jetzt kommt es nämlich, Sie sagen, verhandelt ihr mal, aber was ihr zu verhandeln habt, das Ergebnis der Verhandlungen, das sagen wir euch gleich noch an. Und, aber selbstverständlich, die Auflagen sind, Herr Kokert, Arbeitsplätze abzubauen, die Auflage ist die Herabstufung des Orchesters und die Auflage sind, Verhandlungen zu führen mit den Nachbarkreisen unter der Bedingung, dass die zustimmen. Was passiert, Herr Kokert, wenn die das nicht machen, nicht können oder nicht wollen? Das ist alles sehr fragwürdig, was Sie da machen. Sieht so glaubwürdige, faire Partnerschaft aus? Zweifelhaft ist Ihre faire Partnerschaft auch in Sachen Dialogpolitik. Sie haben immer propagiert, wir machen eine Dialogpolitik. Die Landrätin Hesse erklärt im Kulturjournal auf NDR 1, dass sie von den Plänen der Landesregierung am Telefon erfahren hat. Ja, zweifelhafter Natur ist die Partnerschaft auch in Sachen Finanzen. Für das Jahr 2013 haben sie 2 Millionen Euro mehr für das Mecklenburgische Staatstheater eingestellt. Vernünftigerweise, weil sie anerkannt haben, dass es da einen höheren Bedarf gibt. Der soll fortgeschrieben werden, jetzt aber anders, 1,2 Millionen Euro durch Schwerin und 800.000 Euro durch die Nachbarkreise. Was Sie machen im Grunde, die 2 Millionen kommen dann also wieder zusammen, was Sie machen, dass Sie 40% des Förderbedarfs, der unbestritten ist, nunmehr auf die kommunale Ebene verlagern. Sieht so glaubwürdige Politik aus? Ich denke, nein. Nicht zweifelhaft, sondern geradezu abenteuerlich ist die fortdauernde Erpressung Rostocks. Wir streichen die Fördermittel, wenn ihr euch als unwillig zeigt. So etwas nennt man Willkür. Ihre faire Partnerschaft ist nicht glaubwürdig. Sie arbeiten gegenüber den Kommunen mit Erpressung, mit Ansagen und Abstrafung. Ein weiterer Punkt. Wie glaubwürdig, ich komme auf Ihre Erklärung. Also bin so fasziniert von der trefflichen Beschreibung von Herrn Saalfeld, dass ich das nochmal aufgreifen möchte, wo er sagte, gestern zum Haushalt, Herr Sellering, haben Sie ein Grußwort gehalten. Also in Ihrem Grußwort haben Sie auch über die Theater und Orchester gesprochen. Was Sie gesagt haben, hat wenig Volumen. Sie haben aber gesagt, wir sichern die Theater, indem wir den Trägern Umstrukturierungshilfen geben. So, die am Standort Neubrandenburg-Neustrelitz seinerzeit, das dürfte auch Sie interessieren, Herr Kokert, Standort Neubrandenburg-Neustrelitz zugesicherten fusionsbedingten Mehraufwendungen noch aus der Zeit von Henry Tesch sind nie bezahlt worden. Der Landrat, da waren Sie Zeuge, jetzt am Montag, Herr Kerger, hat gesagt im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte, uns fehlen im Jahr 2013 im laufenden Betrieb, da geht es noch nicht um Umstrukturierungshilfen, im laufenden Betrieb 300.000 Euro, nächstes Jahr 400.000 Euro. Und er sagt, wir verwehren uns ja nicht den Umstrukturierungen. Er sagt, aber umstrukturieren kann man nur, wenn man einen Umstrukturierungspartner oder Fusionspartner hat. Den hätte er nicht. Also den hat er nicht, weil im Osten des Landes die Hausaufgaben gemacht wurden. Das ist doch ganz klar. Was der MP also anbietet, was der Ministerpräsident anbietet, erinnert an die Fabel von Storch und Fuchs. Glaubhaftigkeit, sehr geehrte Damen und Herren, sieht anders aus. Fünfter Punkt. Wie glaubwürdig ist das Wahlprogramm der SPD? Auf Seite 17 des Wahlprogramms der SPD heißt es, Entlohnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist eine Frage der Wertschätzung. Und Seite 19, ich zitiere, wir brauchen eine Stärkung des bewährten Tarifvertragssystems und der Tarifbindung. Was fehlt, wäre eine Fußnote, dies gilt nicht für Theater und Orchester. Denn in der Realität versuchen Sie hier in Schwerin die Gewerkschaften, Sie als SPD, die Gewerkschaften der Orchestermusiker zur Herabstufung der Tarife zu zwingen. Mal ganz abgesehen davon, dass es ein Eingriff in die Tarifautonomie ist. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Verrat an den schwer erkämpften gewerkschaftlichen Rechten. Das ist das Brechen eines Wahlversprechens vor dem Wahltag. Sehr geehrte Damen und Herren, da sollten Sie sich was schämen, muss ich Ihnen sagen. Ich fordere Sie also auf, unseren Antrag... Nein, nein, das ist ja
Sie sind mir so vertraut, dass ich einfach, ich fixiere mich auf Sie förmlich. Im Übrigen gelten Sie als einflussreicher Politiker und ich hoffe, dass Sie Ihren Einfluss geltend machen und dafür sorgen, dass die Koalition auch unserem Antrag zustimmt, dass wir feststellen, dass wir im Moment keine nachhaltige Sicherung der Orchester- und Theaterstrukturen im Land haben, dass wir entsprechend des Artikels 16 der Verfassung eine gleichberechtigte Zukunft für alle Standorte sichern. Wir betonen für alle, und ich komme zum Schluss, dass es einen Theatergipfel gibt, dass alle sich in die Augen schauen und nicht einer gegen den anderen ausgespielt werden kann. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Koplin. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 90 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und am Rednerpult ist jetzt schon der Minister für Inneres und Sport, Herr Cafier, in Vertretung von Herrn Brotkorb. Sie haben das Wort, Herr Minister. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich dachte, Sie sagen, Frau Präsidentin, am Pult ist schon der Minister für schwierige Angelegenheiten. In der Tat, es ist ein Thema, was uns seit vielen Jahren sehr intensiv bewegt. Herr Koplin, zur Glaubhaftigkeit gehört allerdings auch, dass Sie 8 Jahre Zeit hatten, das Projekt Theater und Theaterumstrukturierung mit anzufassen. Aber auch Sie haben sich einen schlanken Fuß gemacht, weil es ein Thema ist, mit dem man keine Sympathiewerte erzielen kann. Aber weil es ein Thema ist, was wir anfassen müssen. Und seit vielen Jahren haben sich die Regierungen in unterschiedlichen Konstellationen an das Projekt nicht herangewagt. Das Ergebnis haben wir heute alle gleichermaßen zu verantworten. Und da können Sie sich nicht einfach in die Wüste schlagen. Das halte ich als unseriös zu dem Thema. Wir haben die Aufgabe, gemeinsam diese Frage zu lösen. Und wenn man schon so lange den unliebsamen Fragen aus dem Weg gegangen ist, haben wir jetzt auch die Verpflichtung, die Theaterlandschaft so aufzustellen, dass sie in den nächsten Jahren Bestand hat. Und das heißt aber auch eben, dass man unliebsame Entscheidungen möglicherweise treffen muss. Und das hat auch nichts mit Erpressung zu tun, sondern hat einfach was mit der Realität zu tun, die wir gleichermaßen tragen. Und wenn man sich als Koalition für einen Weg entschieden hat, dann muss man zunächst einmal feststellen, dass die Theater alle in kommunaler Hoheit sind. Augen zu und durch. Die Theater sind in kommunaler Hoheit, liebe Kollegin Borja, das müssten Sie auch wissen. Und da müssten die Schweriner sich zunächst alles erstmal entscheiden, welche Schwerpunkte sie setzen und welche sie nicht setzen. Und in dem Zusammenhang hat die Landesregierung und diese tragenden Fraktionen entschieden, dass wir mit umfangreichen Mitteln nach wie vor die Theaterlandschaft im Land unterstützen. Das ist auch gut so, damit es Kultur im Mecklenburger und im Vorpommern teilgibt. Aber dazu sind auch Anstrengungen der kommunalen Träger und der Theaterorganisationen Gänze notwendig. Und um nichts anderes geht es. Und insofern stellen wir uns einer schwierigen Aufgabe. Und ich bin dankbar, dass wir dies als Koalition gemeinsam nutzen. Ich nutze aber gerne auch die Gelegenheit in diesem Hohen Haus, um erneut auf das Votum hinzuweisen, das mich darauf hoffen lässt, dass wir am Ende dieser Aufgabe Sie erfolgreich bewältigen können. Vorab lassen Sie mich aber dennoch einige Bemerkungen anführen, die die Entbehrlichkeit Ihres Antrages begründen. In der bereits genannten Koalitionsvereinbarung haben sich die Partner darauf geeinigt, dass das Theater- und Orchesterkonzept im engen Dialog mit allen Akteuren grundlegend überarbeitet wird. Ziel dabei war stets, die vielfältige Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern im Kern zu bewahren, sie qualitativ fortzuentwickeln und dabei im Rahmen der verfügbaren Mittel langfristig Theaterlandschaft zu sichern. Dies nicht aus der Verantwortung für einen einzelnen Standort heraus, vielmehr aus der Verantwortung für ein landesweites Netz an Kulturangeboten in den Theatern. In der Verantwortung dafür, dass es denjenigen in unserem Land, die teilhaben möchten, an diesem Angebot auch möglich ist, gleichermaßen Konzerte, Musiktheater, Ballett, Schauspiel oder auch Kinder- und Jugendtheater und niederdeutsche Produktionen zu besuchen. Nicht jedoch aus der Verantwortung heraus, dass an jedem Haus im Land alles bleibt, wie es ist und dass an jedem Haus in diesem Land alles produziert wird.
Auch zu diesem Zweck soll laut Koalitionsvereinbarung die weitere Förderung aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes an Strukturentscheidungen geknüpft werden. Wer sich mit der Koalitionsvereinbarung beschäftigt hat, wird festgestellt haben, dass den Koalitionspartnern von Anfang an bewusst war, dass dies die Fusion von Orchestern und Theatern bzw. Spartenreduzierung nicht ausschließen kann. Unter diesen Prämissen haben wir uns zügig auf den Weg gemacht und stetig das Gespräch mit Theaterverantwortlichen und Trägern gesucht, die die Verantwortung für ihre Theater und Orchester auf der kommunalen Ebene tragen. Ich habe dies mehrfach gegenüber den Damen und Herren Abgeordneten zum Ausdruck gebracht, Klammer auf, Herr Brotkorb, dass es dabei immer um einen kooperativen Umstrukturierungsprozess ging, der auf dem Dialog und die Verständigung mit allen Verantwortlichen setzt. In Auswertung des Metrum-Gutachtens war schnell klar, dass ein zweigeteiltes Verfahren sinnvoller ist. Es zeichnet sich rasch ab, dass insbesondere bei den Trägern des Theaters Vorpommern und der Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg, Neustrelitz, ein höherer Abstimmungsbedarf auf kommunaler Ebene herrscht. Wir haben signalisiert, dass eine Beschäftigung in den kommunalen Gremien von großer Wichtigkeit ist, da dort die entsprechenden Weichenstellungen erfolgen müssen. Aus dem genannten Grund und auch aufgrund der dramatischen Lage, insbesondere des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, wurde deshalb zunächst mit der Untersuchung des westlichen Landesteils des Kulturkooperationsraums 1 begonnen. Im März unterschrieben die Schweriner Oberbürgermeisterin und ich eine Absichtserklärung. Die Vertragspartner verständigten sich darauf, aus dem Konsolidierungsprozess heraus Schwerpunktangebote für das Staatstheater zu entwickeln, die überregional, insbesondere im westlichen Landesteil, ausstrahlen und sich mit anderen vorhandenen Angeboten ergänzen können. Zum westlichen Teil gehört auch der Landkreis von Frau Hesse. Die Metrum-Management-Beratung wurde deshalb mit dem nächsten konkreten Arbeitsschritt beauftragt. Sie entwickelte eine tragfähige Theaterstruktur für den westlichen Landesteil, dies allerdings ohne die Mitarbeit der Hansestadt Rostock. Der Träger des Volkstheaters Rostock hat trotz mehrfacher Angebote des Landes deutlich gemacht, dass eine gemeinsame Planung mit dem Land derzeit nicht gewünscht ist. Und wenn wir vom Träger reden, reden wir nicht vom Theater, sondern reden wir von der Kommune in Rostock und die besteht aus den Abgeordneten als auch aus der Verwaltung. Ich weise nochmals in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Theater und Orchester, auch das habe ich eingangs schon gesagt, unter kommunaler Trägerschaft stehen und somit der kommunalen Selbstverwaltung unterliegen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass damit ein weißer Fleck auf der Kulturlandkarte im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Raum Rostock existiert. Darauf wird die Landesregierung bei ihren eigenen konzeptionellen Überlegungen auch in Zukunft sehr genau achten. Die Landesregierung strebt nun in einem weiteren Schritt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit den Theaterträgern des Kulturkooperationsraums 2, also dem östlichen Landesteil, an. Sie werden nachvollziehen können, dass dies Unterfangen allein deshalb kompakter ist, weil wir mit viel mehr beteiligten Trägern und kommunalen Gremien sprechen müssen, als das eben beispielsweise im Raum Schwerin der Fall ist und im Raum Rostock nicht stattfindet. Ein am 22. August geführtes Gespräch lässt mich darauf hoffen, dass wir bereits in der Verhandlungsrunde morgen zu einer weitgehend einvernehmlichen Textfassung kommen, die nach Abstimmung in den Kreistagen, Bürgerschaften und Stadtvertretung, also auch in Ihrem Kreistag, als Grundlage für die weitere Untersuchung von Metrum dienen kann. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich habe immer darauf aufmerksam gemacht, dass für alle Theaterstandorte im Land dieselben Bedingungen gelten. Ich meine damit, dass kein Standort gegenüber einem anderen bevorzugt oder aber eben benachteiligt werden soll. Vielmehr ist es so, dass dort, wo Theater und Träger vielmehr, und das glaube ich ist besonders wichtig in der jetzigen Diskussion, vielmehr ist es so, dass dort, wo Theater und Träger bereit sind, die notwendigen Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Theater- und Orchesterlandschaft in Abstimmung mit dem Land einzuleiten, auch das Land seinerseits und für alle Standorte gleichermaßen zu Hilfen bereit sein wird. Es werden dabei keine Einheitslösung
für das gesamte Land vorgegeben, sondern nach vor Ort tragfähigen und funktionierenden Lösungen gesucht, die dann in ein landesweites Konzept einfließen. Selbstverständlich werden dabei eben nicht nur die individuellen Merkmale eines jeden Theaters und Orchesterstandorts berücksichtigt, sondern auch die Besonderheiten der beiden Landesteile Mecklenburg und Vorpommern. Dies schlägt sich nicht zuletzt auch in dem geschilderten Verfahren der gesonderten Untersuchung beider Kulturkooperationsräume nieder. Ich möchte nur noch mal auf das bereits erwähnte Novum zurückkommen. Die Landesregierung hat beschlossen, sich bei der Einrichtung eines Staatstheaters Mecklenburg zu engagieren. Das Land geht mit dem nun vorliegenden Angebot weit, weit über sein Engagement hinaus. Zum ersten Mal seit 1990 erklärt das Land seine Bereitschaft, in die Trägerschaft von Theatern einzutreten. Auch eine Erhöhung der Mittel langfristig ist möglich. Dies ist eine große Chance für alle Theater- und Orchesterstandorte in Mecklenburg-Vorpommern. Selbstverständlich, und ich finde auch das gehört dazu und ist auch eine klare Forderung, sowohl von der Landesregierung als auch in Abstimmung mit den sie tragenden Fraktionen, selbstverständlich ist die Bereitschaft des Landes an klare Bedingungen gebunden. Neben dem schon geschilderten übergreifenden Landesinteresse werden wir für jeden Standort einen Stufenplan entwickeln, der das Erreichen einer tragfähigen Struktur nachzeichnet. Die Landeshauptstadt Schwerin hat durch einen Beschluss der Stadtvertretung signalisiert, dass es das Angebot des Landes annehmen möchte. Also auch da kann ich keine Knebelungen erkennen, denn die Stadtvertreter haben gesagt, ja, wir möchten auf das Angebot und über nichts anderes reden wir zurzeit eingehen. Auch die Signale der Träger des Landestheaters Paschim stimmen mich zuversichtlich. Der schwierige Teil wird sicher darin bestehen, die Rolle des Volkstheaters Rostock zu definieren. Hier sind aber zunächst einmal die Rostocker am Zug, die sich ja dafür entschieden haben, in eigener Verantwortung finanzierbare Strukturen auf den Weg zu bringen. Das Land wird sehr genau darauf achten, dass diese Rostocker Vorstellungen mit dem Land übereinstimmen und tatsächlich auch tragfähig sind. Ich betone ausdrücklich, dass die in diesem Angebot aufgeführten Hilfsmaßnahmen auch an anderen Standorten möglich sind. Auch aus diesem Grund enthielt die Kabinettsvorlage für den westlichen Landesteil bereits den Bezug zu allen Theater- und Orchesterstandorten und insbesondere die Aussicht für die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg-Neustrelitz zur Teilhabe am Umstrukturierungsprozess notwendige Soforthilfen in Anspruch nehmen zu können. Am 22. August wurde den Theaterträgern das Modell der künftigen Finanzierung ab 2014 vorgestellt. Sie können sicher sein, dass sich all die eben genannten Punkte darin widerspiegeln. Wir sind gehalten, zu einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung in der Theaterfinanzierung zurückzukommen. Lassen Sie mich daher kurz die Eckpunkte skizzieren. Zur Förderung der Theater und Orchester des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellt das Land in den Jahren 2014 und 2015 erneut je 35,8 Millionen Euro zur Verfügung. Die kommunalen Träger von Theatern und Orchestern erhalten nach dem Ressortentwurf des ersten Änderungsgesetzes zum FAG gemäß § 16 Absatz 4 zum 01.01.2014 Zuweisungen in Höhe von 10,9 Millionen Euro, die nach der Einwohnerzahl der Verflechtungsbereiche der Oberzentren verteilt werden. Darüber hinaus wird dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nach § 7 Absatz 5 FAG ein Betrag in Höhe von 24,9 Millionen Euro für die Bildung langfristig tragfähiger Theater- und Orchesterstrukturen übertragen. Ein Erlass zur Regel der Mittelverteilung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hierzu ist in Arbeit. Die Zuweisung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird analog zum COA-Vertrag mit dem Ziel ausgereicht,
die vielfältigen Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern im Kern zu bewahren, fortzuentwickeln und im Rahmen der verfügbaren Mittel langfristig zu sichern. In Fortsetzung des FAG-Theatererlasses 2010 bis 2013 sind dabei insbesondere tragfähige Kooperationen und Fusionen bzw. mit dem Land abgestimmte Maßnahmen zu bevorzugen, die inhaltlich, personell und finanziell tragfähige Strukturen innerhalb der beiden Kulturkooperationsräume sichern. Ein erhebliches Landesinteresse ergibt sich dabei aus dem Ziel der Landesregierung, ein landesweit ausgewogenes Theater- und Konzertangebot mit Schauspiel, Ballett, Kinder- und Jugendtheater, Konzertwesen sowie niederdeutscher Bühne vorzuhalten. Die Mittelverteilung für die Jahre 2014 und 2015 knüpft unmittelbar an den Durchschnitt der Zuweisungssummen 2011 bis 2013 des § 19 FAG an, die jeweiligen Träger der Theater und Orchester des Landes Mecklenburg-Vorpommern an. Die Zuweisungssummen für das Jahr 11 bis 13 wurden auf Grundlage des gemeinsamen FAG-Theatererlasses 2010 bis 2013 vom Ministerium für Inneres und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur festgelegt. Das Berechnungsverfahren für diese Jahre ist den Trägern bekannt. Die gewählten Maßstäbe behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die ermittelten Durchschnittswerte werden für die nächsten zwei Jahre festgeschrieben, um die Planbarkeit an die Theater- und Orchesterstandorte zu erhöhen. Der gemittelte Zahlenwert hat den Vorteil, dass jahresbezogene Abweichungen aufgrund von Besucherschwankungen, Veranstaltungsausfall etc. durch bessere Ergebnisse in anderen Jahren ausgeglichen werden und so der Zuweisung ein realistischer Zahlenwert zugrunde liegt. Die standortbezogenen Zielstellungen werden in Zielvereinbarungen festgeschrieben. Die Auszahlung von 10% der festgesetzten Zuweisung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sind an das Zustandekommen dieser Zielvereinbarung und im Folgenden an die Umsetzung der dort festgeschriebenen Zielstellung gebunden. Soweit Finanzmittel nicht ausgezahlt oder zurückgefordert werden, fließen diese in den standortunabhängigen Strukturfonds und werden zur Abfederung von fusionsbedingten Mehrkosten oder Strukturveränderungen innerhalb des Kulturkooperationsraums eingesetzt. Das Land führt hiermit seinen Ermessens- und Gestaltungsspielraum auf Grundlage des Landesinteresses aus. Finanzierungs- und Strukturhilfen und Entwicklung greifen also ineinander. Ich halte dies für ein geeignetes Instrument, die Auszahlung von Landesmitteln an das Erreichen von Zielstellungen im Landesinteresse zu binden. Zum Abschluss möchte ich anmerken, dass ich den Trägern der Theater und Orchester für ihre Gesprächs- und Verhandlungsbereitschaft sehr verbunden bin. Wie anfangs erwähnt, ist dies für alle Beteiligten eine schwierige, vielschichtige Aufgabe. Bisher haben sich die meisten Träger jedoch zu ihrer Verantwortung bekannt und sich gemeinsam mit dem Land auf diesen Weg gemacht. Das Tempo mag dabei verschieden sein. Dennoch bin ich sicher, dass wir das gesteckte Ziel erreichen können. Und das lassen Sie mich als Kultusminister abschließend sagen. Die tragfähigen und finanzierbaren Strukturen sollen letztendlich dazu dienen, den im Theater Wirkenden ein verlässliches Arbeitsumfeld zu schaffen, damit sie sich auf ihr eigentliches Tagwerk, nämlich die Kunst und Kultur, konzentrieren zu können. Und von mir lassen Sie sich abschließend die Bitte mit auf den Weg geben von jemandem, der von Anfang an das Parlament mitbegleiten durfte. Lassen Sie uns die Kraft und den Mut haben, die notwendige Umstrukturierung im Interesse der Kulturschaffenden und im Interesse der Bürgerinnen dieses Bürgers des Landes durchzuhalten und umzusetzen, weil es eine wichtige Maßnahme auch für die weitere Zukunftsfähigkeit des Landes. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kaffier. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Donig von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass der Rede des Ministers eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ist.
Ich werde mich bemühen, dass wir unsere Zeit wieder einholen. Lassen Sie mich aber nur noch zwei, drei Worte sagen. Also im Koalitionsvertrag wurde heute schon mehrfach zitiert, steht also drin, dass wir die vielfältige Theaterlandschaft im Kern bewahren wollen, mit dem Wissen, dass es zu Fusionen und Spattenreduzierungen kommen kann. Also wir haben das auch schon so reingeschrieben, weil wir den Weg schon erahnten, wo es hingeht. Warum Schwerin als erstes? Nun, das Land will als Anteilseigner mit in dieses Staatstheater einsteigen. Wenn ein Unternehmen in Insolvenz liegt oder schon die Flagge wieder mal zeigt, dann kann man das nicht mit Geld. Dann muss man erstmal das Unternehmen wieder gesunden lassen und dann kann man seinen Anteil dort einbringen. Und zweitens, im Theater Vorpommern sind noch bis 2016 Haustarifverträge gültig. Also wir haben noch 2 Jahre Zeit, um eben im Osten dann die Räder dort zum Laufen zu bringen. Genau. Und das wird so sein, wie das der Innenminister schon sagte, es gelten gleiche Bedingungen in beiden Landesteilen und es müssen individuelle Lösungen gefunden werden, die entsprechend den örtlichen Gegebenheiten Tragfähigkeit und Funktionalität der Häuser zusichern. Und das ist nun mal eben ein zeitlich und räumlich gestaffeltes Verfahren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Frau Berger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Herr Abgeordnete Donig sagte eben, dass der Rede des Innenministers nicht viel hinzuzufügen ist, aber der Rede ist viel entgegenzuhalten. Doch ich möchte von einem Konsens ausgehen. Die demokratischen Fraktionen sollten sich doch bei der Einschätzung der Ausgangslage einig sein. Die Theaterstrukturen des Landes müssen gesichert sein. Mit der derzeitigen Finanzierung ist es nicht möglich. Darum muss jetzt eine Lösung entwickelt werden. Aber die Art und Weise, wie Sie als Landesregierung an diese Lösung herangehen, musste scheitern und sie ist gescheitert. Zuerst haben Sie es mit Zeitdruck versucht. Da legten Sie im letzten Herbst, also vor ungefähr einem Jahr, 9 unterschiedliche Theatermodelle vor, die alle nicht durchkalkuliert waren. Und die Träger sollten sich innerhalb von 6 Wochen auf ein Modell festlegen. Schon damals wurde deutlich, entweder Sie wissen nicht, wie kommunale Entscheidungsprozesse ablaufen, oder sie sind Ihnen völlig egal. Der zweite Schritt war dann die finanzielle Nötigung. Den Trägern wurde erklärt, entweder ihr entscheidet euch für ein Modell, das wir als Landesregierung vorher festgelegt haben, oder ihr erhaltet zukünftig kein Geld mehr vom Land. Tatsächlich war das Vorgehen aber noch unverfrorener. Denn eigentlich hat der Bildungsminister gesagt, entweder ihr macht, was wir wollen, oder wir ändern das Gesetz, damit wir euch zur Strafe kein Geld mehr geben müssen. Diese ganze Drohkulisse widerspricht nämlich bis heute dem Finanzausgleichsgesetz. Jetzt werden Sie erwidern, das wollen wir ja verändern. Aber mit Verhandlungen auf Augenhöhe, mit der Suche nach einem Konsens, mit fairen Gesprächen hat diese Machtdemonstration definitiv nichts zu tun. Trotzdem hat sich nun das Mecklenburgische Staatstheater bereit erklärt, ihre Bedingungen zu akzeptieren. Und nun kommt der dritte Schritt. Die Theater werden gegeneinander ausgespielt. Was das eine Haus braucht, wird dem anderen als Strafmaßnahme weggezogen. Sogar seit Jahren bestehende Kooperationen, wie etwa die zwischen dem Theater Rostock und dem Parchim, werden nun bewusst aufgebrochen. Sie wollen die Fusion der 4 Theater nun auf diesem Weg erzwingen. Herr Kuckert, Sie wollen ein Beispiel haben, dass ja, die Theater- und Orchestergesellschaft in Neubrandenburg-Neustrelitz hat einen zusätzlichen Bedarf von 600.000 Euro oder 580.000 Euro signalisiert. Zufälligerweise wird dem Theater Vorpommern-Greifswald aber angedroht, wenn sie sich nicht dem Modell anschließen, werden die Zuschüsse an das Theater Vorpommern-Greifswald um 600.000 Euro gekürzt. Was für ein Zufall. Beim ersten Metrum-Gutachten hat Herr Brotkopp allen Ernstes noch erklärt, wenn aus 4 Theatern im Land 2 werden, dann wäre das ein künstlerischer Fortschritt. Schon allein diese Argumentationslinie ist fragwürdig und respektlos gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern im Land. Man mag überhaupt gar nicht glauben, dass so etwas aus dem Munde eines Kultusministers kommt.
Die Expertinnen und Experten in den Anhörungen und auch die bundesdeutsche Realität haben bislang eins deutlich gemacht. Fusionen über so weite Strecken, wie hier vom Minister vorgeschlagen, können nicht funktionieren. Jedenfalls gibt es bisher kein einziges funktionierendes Beispiel in Deutschland. Trotzdem haben wir als Bündnis Grüne gesagt, Herr Kokert, genau dazu kommen wir jetzt, es kann nicht falsch sein, die Machbarkeit von Fusionen als eine von mehreren Optionen zu prüfen, und zwar ergebnisoffen. Eine solche Prüfung wurde immer als zweiten Schritt angekündigt, ist tatsächlich bisher aber nicht erfolgt und wir haben große Zweifel, dass das jemals noch geschehen wird. Stattdessen hat die Metro Management GmbH ein Konzept für den, Zitat, westlichen Landesteil vorgelegt, das die künstlerischen Auswirkungen für Schwerin, Rostock, Parchim, Wismar und Güstrow überhaupt nicht prüft. Selbst die finanziellen Folgen nicht. Denn für den Minister besteht der westliche Landesteil anscheinend lediglich aus Schwerin und Parchim. So richtig überzeugt ist die Landesregierung anscheinend von ihrem Gutachten selbst nicht, denn das wurde der Öffentlichkeit bislang vorenthalten. Wie ist das Beratungsunternehmen überhaupt vorgegangen? Ich stelle mir das so vor. Die Berater haben gesagt, wir suchen uns 12 deutsche Theater, egal wo, irgendwelche Theater, die weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als das Mecklenburgische Staatstheater haben. Dann nehmen wir davon den Durchschnitt und weisen damit nach, dass Schwerin mit ca. 30 Mitarbeitern weniger auskommen muss. Sie merken, das Mecklenburgische Staatstheater selbst wurde dabei gar nicht angesehen. Es wurde nur gerechnet. Metrum hat 4 Kriterien benannt, nach denen die 12 Vergleichstheater eigentlich hätten ausgewählt werden sollen, woran sich Metrum GmbH aber selbst nicht gehalten hat. Denn das Erstaunliche, die ausgewählten Theater entsprechen den von Metrum selbst aufgestellten Kriterien in keinster Weise. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Die erste Bedingung war, die Theater sollen in ähnlich großen Städten liegen. Verglichen wird Schwerin mit dem Theater in Meiningen. Meiningen ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern. Zweites Beispiel, das Mecklenburgische Staatstheater sollte mit 4 Spartentheatern verglichen werden. Tatsächlich wird es aber verglichen mit 3 Spartentheatern in Aachen und Münster. Die dritte Bedingung war, die Theater sollen ähnlich strukturiert sein wie das Mecklenburgische Staatstheater. Jedoch wird das Mecklenburgische Staatstheater verglichen mit dem Landestheater Detmold sowie Altenburg und Gera. Die jedoch anders funktionieren, weil sie nämlich mehrere Städte bespielen. Die vierte Bedingung war, die Theater sollen wie Schwerin nicht in der Nähe von Metropolen liegen. Verglichen wird Schwerin hier aber mit dem Theater Hildesheim, das in unmittelbarer Nähe vom Staatstheater Hannover entfernt liegt, im Übrigen ein Theater mit 900 Mitarbeitern. Und die Entfernung zwischen Hannover und Hildesheim ist übrigens geringer als die zwischen Schwerin und Parchim. Meine Damen und Herren, das sind keine Ausnahmen. Tatsächlich gibt es von den 12 Vergleichstheatern nicht ein einziges, das auch nur im Entferntesten den Kriterien entspricht, die die Metro Management GmbH sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat. Aus unserer Sicht sprechen die Zahlen der Theaterstatistik, wenn man sie seriös anschaut, nämlich eine ganz andere Sprache. Wenn man von den Bedingungen von Metro Management Beratung ausgeht, haben alle wirklich vergleichbaren Theater mehr Personal als das in Schwerin. Schwerin liegt exakt im Durchschnitt aller deutschen 4 Spartentheater und es gibt bundesweit kein einziges Staatstheater, das weniger Personal hat als das in Schwerin. Jedoch, auf Basis einer völlig unseriösen Datengrundlage trifft diese Landesregierung ihre Entscheidung. Und dafür gibt sie noch sehr viel Geld aus, denn das Gutachten hat 60.000 Euro gekostet. Und wieder ist die Botschaft, mit 30 Personen weniger kann locker die gleiche künstlerische Leistung erbracht werden. Inzwischen wissen wir, dass die vorgeschlagenen Stelleneinsparungen zum Teil schon alleine rechtlich gar nicht möglich sind. Aber die Auswirkungen hat die Beratungsfirma selbst überhaupt gar nicht geprüft. Meine Damen und Herren, auf diese Weise kann man keinen Dialog führen. Das ist einfach respektlos gegenüber allen Beteiligten. Respektlos ist auch, ständig von der Sanierung der Theater zu sprechen. Theater und Orchester müssen natürlich wirtschaftlich arbeiten, aber sie sind keine Werft und kein Supermarkt. Die Kostensteigerungen können niemals durch zusätzliche Eintrittseinnahmen generiert werden. Der Begriff Sanierung unterstellt Misswirtschaft. Die Misswirtschaft aber liegt hier nicht auf Seiten der Theater, sondern allein auf Seiten des Landes. Denn das hat seit 1994 seine Förderung nicht erhöht. Und der Zuschuss allein ist durch die Inflation 9 Millionen Euro weniger wert als noch vor 20 Jahren.
Im gleichen Zeitraum, nur mal zum Vergleich, haben sich die Ausgaben der Staatskanzlei im Übrigen verdoppelt. Selbst die Kosten des Landesrechnungshofes, der ja ein Wächter über die Finanzen ist, stiegen immerhin noch um 50%. Also erwecken Sie nicht den Eindruck, die Theater und Orchester hätten Schuld an dieser Situation. Seit 1991 hat ausnahmslos jeder Standort fast die Hälfte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren. Aber die Einwohnerzahl unseres Landes hat sich zum Glück in dieser Zeit nicht halbiert. Wenn jetzt die Landesregierung zu dem Entschluss kommen würde, wir können uns Kultur nicht mehr leisten, dann soll sie es auch sagen. Aber sie soll nicht so tun, als würde am Ende dieses ganzen unsäglichen Prozesses auch noch ein besseres kulturelles Angebot herauskommen. Und Herr Minister Cafier, wenn Sie sagen, dass Ihrem, nein, Herr Minister Cafier hat in seiner Rede eben gesagt, auch wörtlich als Innenminister, dass er im Sinne der Interessen der Kulturschaffenden handelt, dann muss ich konstatieren, Sie haben anscheinend schon lange mit keinem Kulturschaffenden mehr geredet. Wir meinen, es ist ein guter Vorschlag, an dieser Stelle mit den Reset-Knopf zu drücken, von vorne anzufangen und noch einmal mit allen Beteiligten das Gespräch zu suchen. Und zwar ohne Druck und ohne Erpressung, ohne Machtdemonstration. Das ist zweifellos ein schwieriger Prozess. Schon die Frage, was in diesem Zusammenhang eigentlich Gleichberechtigung heißt, ist zu klären. Aber wir denken, die Theater und Orchester des Landes sind dieser Mühe wert und stimmen daher dem Antrag der Linksfraktion gerne zu. Danke. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Reinhardt von der CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fange mal mit Ihnen gleich an, Frau Berger. Wir haben ja nun 15 oder 10 Minuten lang gehört, was alles nicht geht. Das haben Sie ja in vielen, vielen Punkten aufgeführt. Was mich leider auffällt, ist, Sie haben noch nicht gesagt, was geht. Ganz zum Schluss kam noch was, wir können Reset-Knopf drücken. Ich weiß zwar nicht, wie irgendwem das weiterhilft, wenn wir jetzt anfangen, einen Reset-Knopf zu drücken und die Diskussion auf Anfang stellen. Ich weiß auch nicht, auf welchen Anfang, vielleicht auf den von 94, von 2002 oder wann auch immer. Vielleicht drücken Sie mal bei sich den Reset-Knopf und wir können ja nochmal dahin zurückgehen. Ich kann das alles zusammenfassen, was Sie gesagt haben, Frau Berger, und da führt es am Ende nur dazu hin, dass wir deutlich mehr Geld geben sollen als Land. Und da die Theater ja den Kommunen gehört, müssen dann am Ende auch die Kommunen mehr Geld geben. Es sei denn, Sie plädieren dafür, wir nehmen das alles in Landeshoheit zu 100%. Dann wären es wahrscheinlich pro anno 40 bis 45 Millionen mehr, die das Land geben müsste. Wenn das Ihre Lösung ist, da kann ich Sie auch mit dem Verweis auf die Haushaltsdebatte von gestern verweisen, dass das mit uns nicht zu machen ist. Wir haben da gehört, was bis 2019. Ich brauche das ja. Ich sage das doch. Nein, das heißt es nicht. Wir müssen aber, und das gilt auch für die Kultur, was auch bei vielen anderen Institutionen, ob es Polizei oder sonst wo oder auch bei Feuerwehren so ist, wir müssen die Struktur an die Gegebenheiten im Land anpassen. Und da finde ich, haben wir auch schon ganz was Erstaunliches gesagt. Wir sagen, wir lassen den Landeszuschuss auch die nächsten Jahre bei 35,8 Millionen Euro. Das ist ja erstmal eine Zusage. Bei vielen anderen Bereichen wird zum Beispiel gekürzt. Es ist nach Abschluss der Reform erklärt uns sogar bereit, die Mittel zu dynamisieren, Frau Berger. Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender, dass Sie mir meinen nächsten Anstrich bereits vorweggenommen haben. Genau, wir haben gesagt, nach Abschluss der Reform sind wir dazu bereit, auch diese Sachen zu dynamisieren. Das bedeutet dann aber auch, dass es auch auf der kommunalen Ebene eine Dynamisierung geben muss, weil wir am Ende dort gleichberechtigt sind. Und das vergessen viele auch, und auch das wird nicht ganz billig werden, das Land ist bereit, wenn es zu erfolgreichen Verhandlungen kommt, sich auch an den Umsetzungskosten zu beteiligen. Und viele haben darüber gesprochen, es gibt eine erste Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Schwerin. Und wie das immer so ist, wo viele kommunale Träger und auch das Land verhandeln, ist am Ende nicht jeder zufrieden, Herr Koplin. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, und nun kennen wir Ihre Oberbürgermeisterin Frau Gramko ja auch schon etwas länger, ich habe nicht das Gefühl, dass sie letztendlich widerwillig zugestimmt hat. Am Ende hat die Stadtvertretung mit der Oberbürgermeisterin einstimmig zugestimmt, diesem Konzept, auch in dem Bewusstsein. Und das wissen wir, glaube ich, alle, dass die meisten anderen Theater im Land und auch Orchester wesentlich weiter sind in der Umstrukturierung und Schwerin ja auch in den letzten Jahren etwas liegen gelassen haben. Wir haben da jetzt eine Vereinbarung, wir haben den Handlungsbedarf dort erkannt und es wird jetzt sehr spannend sein, ob es uns gemeinsam gelingt, auch die verabredeten Maßnahmen umzusetzen. Und dann
der Innenminister hat es für den Bildungsminister beschrieben, ist der Bildungsminister natürlich weiter in der Verantwortung. Er steht ja auch in den Verhandlungen auch für alle anderen Standorte im Land. So dort die Bereitschaft vorliegt, und sie liegt, glaube ich, bei unseren Gesprächen vor Ort in den Theatern, haben wir das immer so empfunden, dass die Bereitschaft vorliegt, mit dem Land hier auch zu tragfähigen Vereinbarungen zu kommen, auch wenn natürlich im Einzelfall die Meinungen dann natürlich auseinandergehen. Aber wenn das so ist, und dann werden diese Verhandlungen im Land stattfinden, und dann wird die CDU-Fraktion, und das kann ich für die CDU-Fraktion sagen, auch hier ganz deutlich darauf achten, dass sie auch keinen Standort, der das will, auch nicht benachteiligt wird, natürlich auch nicht die im Osten, und dass auch die Vorarbeiten, die dort bereits geleistet sind, wo wir uns ja einig sind, auch anerkannt werden. Insofern glaube ich, wir sind hier auf einem schwierigen Weg, das will ich gar nicht sagen. Der Innenminister hat es ja vorhin gesagt, seit, ich glaube, 3 Regierungen oder 4 Regierungen versuchen sich an dieser Reform. Ich bin relativ optimistisch, dass wir es diesmal schaffen und am Ende der Legislaturperiode, wenn es dann auch, wir haben ja die Übergangsfinanzierung, hat der Innenminister ja beschrieben, wenn wir dann am Ende der Legislaturperiode in allen Bereichen, in allen Landesteilen Vereinbarungen haben, dass wir dann eine sehr tragfähige Theater- und Orchesterstruktur im Land Mecklenburg-Vorpommern haben und die dann auch zukunftsfest aufgestellt ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Peterreit von der NPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Vor uns liegt ja wieder der neueste Antrag aus der Reihe Mehr Geld für Theater, wie wir ihn zu jeder Sitzung vor uns finden. Freilich hat sich an den Grundsätzen nichts geändert. Da nutzt auch der Verweis auf die Landesverfassung nichts, wenn es dort heißt, Land und Gemeinden und Kreise schützen und fördern Kultur. Dann bedeutet das nämlich gerade nicht, gebt Geld ohne Ende und ohne Rücksicht auf Verluste für Theater und Orchester. Die öffentliche Theaterlandschaft hat sich vom Volk entfernt, wenn nicht gar losgesagt. Volkskunst, also Kunst, die als solche vom Volk wahrgenommen und anerkannt wird, findet sich dort kaum noch. Über die Hälfte der Bevölkerung geht gar nicht ins Theater, weitere knapp 30%, eher selten, 12% ab und zu und nur 2% sind regelmäßige Theaterbesucher. Und nebenbei bemerkt, diese 2% werden dazu auch nicht zu besseren Menschen. Ich will das nur mal angemerkt haben, weil ja einige von Ihnen so tun, als ob Sie hier Dauercamper im Theater sind. Ich will noch einmal zurück auf die von Ihnen benannte Landesverfassung kommen. Dort heißt es in dem Artikel 16, der da auch nicht allein steht, nämlich wörtlich, Land, Gemeinden und Kreise schützen und fördern Kultur, Sport, Kunst und Wissenschaft. Merken Sie was? Das sind 4 Punkte. Und die Kultur ist eben nicht nur Theater und Orchester. Steuergelder sind im Sinne öffentlichen Interesses zur Daseinsfürsorge des Volkes einzusetzen und nicht dazu bestimmt, von einer sich selbst verwirklichen Truppe verjubelt zu werden. Ich muss an dieser Stelle noch einmal sagen, es geht mir nicht in den Kopf, wie es sein kann, dass die Privatwirtschaft es schafft, mit Aufführungen nicht nur für ausverkaufte Spielstätten zu sorgen, sondern obendrein auch noch Gewinn zu erwirtschaften, während die öffentlich bezuschussten Häuser dauerhaft in Klageliedern verharren, dass sie unterfinanziert seien. Es muss auch für diese möglich sein, dass sie einträglich wirtschaften. Unser Appell lautet, finden Sie zurück zur Volkskunst oder räumen Sie das Feld für bessere. Wir werden den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Koplin von der Fraktion Die Linke. Dankeschön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Redebeitrag des Innenministers bestand ja aus 2 Teilen. Einer war ein Eigenbeitrag, bin ich sehr dankbar für. Und der andere war der Vortrag in Vertretung, bin ich nicht minder dankbar für. Aber ich möchte auf Ihren Eigenbeitrag nochmal eingehen, weil Sie uns als Linken 8 Jahre mit in Regierungsverantwortung vorwerfen, wir hätten nichts getan in diesen 8 Jahren. Nun muss man erst mal definieren, was in Ihren Augen und Ohren nichts getan heißt. Nichts getan heißt, was gesagt werden muss, muss gesagt werden, Helmut. Also nichts getan heißt in Ihren Augen, Sie haben keine Künstlerinnen und Künstler entlassen,
Sie haben keinen Druck auf Spielpläne ausgeübt und gefordert, Spielpläne auszudünnen. Das haben wir nicht gemacht. Sie hätten diese 8 Jahre, in denen in Ihren Augen nichts gemacht wurde, aber auch anders würdigen können. Sie hätten sagen können, die damalige Regierung aus SPD und PDS hat etwas Großartiges gemacht. Sie hat in einer Haushaltssituation, in einer enorm schwierigen Haushaltssituation diesen Bereich von Theatern und Orchestern, von Kunst und Kultur sehr fürsorglich behandelt und geschützt. Und zwar, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich will nämlich darauf hinaus, wir haben vor, nicht 2003, es war 2001, aufgrund der Unternehmenssteuerreform auf Bundesebene, Herr Renz, ein Einnahmedefizit von 800 Millionen Euro gehabt. Sie hatten im letzten Jahr, das konstatiere ich jetzt einfach nur mal, 800 Millionen, miese. Und wir hatten damals ein Einnahmedefizit von 800 Millionen Euro. Und woran wir leiden, sind 2,7 Milliarden Euro Schuldenaufnahme aus CDU und FDP 1994. Das tragen wir jetzt noch mit uns rum. So, jetzt reden wir über Gelder. Ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören. Das tut nämlich richtig weh. 800 Millionen Euro Einnahmeverlust. Und wir haben diesen Bereich geschützt. Herr Koplin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein bisschen ruhiger vielleicht, hier versteht ja gar keiner mehr ein Wort. Hier vorne ist das Podium noch frei und jetzt, Herr Koplin, können Sie gerne weitersprechen. Und Frau Präsidentin, wir haben diesen Bereich in ganz schwieriger Situation geschützt. Sie haben einen Einnahmeplus von 200 Millionen Euro im letzten Jahr gehabt und legen die Axt an. Sie haben 1 Milliarde mehr Einnahmesituation als wir vor etwas mehr als 10 Jahren. Milchmädchen können auch rechnen, natürlich, mag doch gern sein. Aber 1 Milliarde mehr, Sie gehen bei und entlassen Künstlerinnen und Künstler und Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter. Sie gehen bei und sagen, wir fordern euch auf, den Spielplan auszudünnen. Das ist überhaupt eine ganz heikle Geschichte, weil irgendwo hat das doch etwas damit zu tun, die Freiheit von Kunst und Kultur einzuschränken. Nicht direkt, aber indirekt auf diesem Wege. Wissen Sie, jetzt komme ich mal zu dem Vortrag, der sich auf das bezieht, was aus dem Hause des Bildungsministers kam. Es ist schon sehr interessant zu erkennen, Sie sagen, wir verhandeln jetzt die einzelnen Standorte, wir verhandeln also die Insellösung und dann, wörtlich, Herr Caffier, dann fließt es in ein Konzept. Also wir schaffen erst Tatsachen, wir dünnen aus, wir bauen ab, wir fusionieren und hämmern das zusammen, so wie wir das wollen, und dann machen wir ein Konzept. Und die Linke sagt, umgekehrt muss es sein. Es muss doch klar sein, wohin ich will, mit welchen Instrumenten, in welchem Zeitraum, und das in einem Dialog, in einem wahrhaftigen Dialog und nicht in einer Ansage, sehr geehrte Damen und Herren. Insofern bekräftigen wir unseren Antrag an dieser Stelle nochmal. Wir brauchen eine nachhaltige Sicherung der Theater und Orchester. Und wir brauchen eine gleichberechtigte Zukunftschancen für alle Standorte. Denn das, was Frau Berger hier vorgetragen hat, ist also in der Tat auch unsere Wahrnehmung. Das läuft in der Tat so, dass gesagt wird, ihr müsst damit rechnen, dass ihr weniger bekommt, wenn ihr unwillig seid, und die anderen bekommen mehr. Und deckungsgleich sind die Summen. Unterhalten sich, wenn Sie es selber nicht wissen, mal mit den Aufsichtsratsmitgliedern, die in den an den Theatern unterwegs sind aus Ihren Fraktionen, dann werden Sie genau das auch in Heller und Pfennig oder Euro und Cent belegt bekommen. Es bedarf also endlich eines tragfähigen Konzepts, und zwar am Anfang eines Prozesses. Man muss doch wissen, wo man hin will, sonst geht es auf alle Fälle schief. Und wir wollen einen Theatergipfel. Wir wollen einen Theatergipfel. Einen Theatergipfel. Sie können gern noch reden. Beides. Das Interessante ist ja beides. Natürlich, Schluss mit Ansagen. Na, selbstverständlich. Am Anfang steht der Dialog. Sie fangen ja nicht bei Null an. Sie müssen nur mal auch darauf reagieren, was Ihnen angetragen wird. Ja? Und dieser Theatergipfel in separaten Hinterzimmern,
immer mit dem Potenzial behaftet, der eine wird gegen den anderen ausgespielt. Und Sie wissen, wie brisant die Situation ist und Sie wissen, wie sensibel die Akteure da aufeinander auch reagieren. Wenn wir eine gleichwertige Entwicklung beider Landesteile haben wollen, müssen wir auch alle Seiten berücksichtigen, alle Seiten hören und zwar nicht in Hinterzimmern, sondern in einem offenen Forum, wo sich alle anschauen auf Augenhöhe, denn alle wollen letztendlich doch ihre Verantwortung für die Entwicklung dieses Landes wahrnehmen. Also Schluss mit diesem Teile- und Herrsche-Prinzip, was Sie im Übrigen schon strategisch angelegt haben, noch zu Zeiten von Henry Tesch. Also Ihre gegenwärtige Politik, und da ergänze ich das, was ich vorhin gesagt habe, Ihre gegenwärtige Politik, ich habe mich gestern auch noch mal mit Akteuren in Rostock verständigt, wie das da im Moment abläuft, ja, führt zu weiteren Einnahmeverlusten. Die sind damit begründet, dass die Drohkulisse, die Sie aufmachen, wenn ihr euch unwillig zeigt, gibt es kein Geld, führt dazu, dass jetzt schon die Spielpläne abgespeckt werden. Abgespeckte Spielpläne führen aber zu weniger Einnahmen. Weniger Einnahmen führen ganz einfach wiederum zu einem höheren Zuschussbedarf. Und das ist eine Spirale, die ins Abwärts führt und die macht die Kulturlandschaft, die Theater- und Orchesterlandschaft hier kaputt. Und zweitens führt Ihre Politik zur Planungsunsicherheit. Als Dr. Bordel zum Beispiel von diesem Gespräch am 22. August aus Schwerin zurückgekommen ist, hat er sich anschließend in der Presse so geäußert, dass er empört darüber ist, dass bestimmte Kriterien, die vorher galten, die also auch noch in diesem Jahr gelten, wie Zuschauerzahlen und so weiter, plötzlich nicht mehr gelten. So, nun haben wir gerade gehört aus dem Mund des Innenministers, die Kriterien werden fortgeschrieben. Das war ja interessant zu erfahren. Also was gilt? Wenn das gilt, dann gelten die Kriterien fort. Am 22. August muss offensichtlich etwas anderes gesagt worden sein. Das führt zur Planungsunsicherheit und wir befinden uns in einem laufenden Spielplanjahr. Jetzt werden also schon fürs nächste, übernächste Jahr die Planungen geschrieben. Also Sie behandeln die Unternehmung, Theater und Orchester, also völlig absurd. Und dann muss ich Ihnen sagen, das ist eine ernste Angelegenheit, und wird Sie nicht erfreuen. Also Sie wissen, dass das, was jetzt geschieht, was Sie machen, zur Reduzierung des kulturellen Angebots führt. Das nehmen Sie auch in Kauf, das ist auch gesagt worden. Aber eine Reduzierung kultureller Angebote ist immer auch eine Reduzierung kultureller Bildung. Und eine Reduzierung kultureller Bildung schwächt lebendige Demokratie. Damit hat das auch was mit Demokratieabbau zu tun. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hier mal den Storch tanzen lassen und an anderer Stelle kulturelle Bildungsangebote zu schleifen, Jugendeinrichtungen und Jugendschulsozialarbeit zu schwächen, das passt nicht zusammen. Da Ihre Politik ist nicht konsistent, das sage ich Ihnen. Und insofern kann das nicht zum Wohl des Landes sein. Und Ihre Politik schadet dem Ruf dieses Landes. Ich muss Ihnen sagen, wir haben ja hier Perlen im Land. Der Intendant, der die anerkannt und die längste Dienstzeit in der ganzen Bundesrepublik haben, Dr. Bordel, wirkt hier in unserem Land in Anklam. Rostock hat einen Vertrag gemacht mit einem der bedeutendsten Theaterleuten, die es in der Neuzeit überhaupt gibt, in der Moderne. Ja? Herr Lacinian ist an der Bühne Senftenberg, ein Anerkannter. Was die dort machen mit Glück auf Fest und so weiter, das ist bundesweit, ist das sowas von anerkannt. Der kommt hierher, das begründet doch unseren Ruf. Wir haben vorhin über Öl gesprochen, da haben wir nicht so viel von. Andere haben viel mehr Rohstoffe. Was wir haben, ist Kultur. Und dann kommen solche Leute und unsere Signale, die wir senden, heißen, wir bauen ab, wir kürzen, wir schränken ein. Das schadet dem Land. Das möchte ich Ihnen hier nochmal dringlich antragen, dass diese Politik in die Irre führt. Stimmen Sie unserem Antrag zu, dann wird es besser. Danke, Herr Koplin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6/2129. Wer dem zuzustimmen wünscht, den oder die bitte ich um ein Handzeichen. Die Gegenprobe und Enthaltungen. Damit ist der Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6/2129 abgelehnt. Bei Zustimmung der Fraktion Die Linke und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bei Gegenstimmen der Fraktion der SPD und CDU und der Fraktion der NPD bei keinen Enthaltungen.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 21, die Beratung des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Energiewende erfolgreich umsetzen, das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, erhalten und weiterentwickeln. Die Drucksache 6/2117. Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Jäger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich denke, das Land profitiert ganz erheblich vom Thema Erneuerbare Energiegesetz. Wir bauen in den Werften gerade große Kapazitäten auf für das Thema Offshore. Wir sehen gerade, wie viele Windparks in diesem Land entstehen. Wir sehen die vielen Solaranlagen und es ist durchaus so, dass wir als Land davon auch profitieren. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen, denn es wird kurz nach der Bundestagswahl, und das haben alle Beteiligten angekündigt, sowohl Frau Merkel als auch Herr Steinbrück, einen dringenden Reformbedarf beim Thema Erneuerbaren Energiegesetz geben. Und dieser Antrag dient dazu, uns auf diese Diskussion ein Stück weit vorzubereiten. Das Entscheidende an diesem Antrag, und das ist was Besonderes, ist tatsächlich die Begründung. Normalerweise wird die Begründung nicht mit beschlossen, das ist auch bei diesem Antrag so, aber ich empfehle allen, sich genau diese Begründung durchzulesen, weil wir gesagt haben, das sind die Punkte, wo wir nicht sagen, das ist der Stein der Weisen, das ist die einzige Möglichkeit, sondern wo wir sagen, dazu sollte die Landesregierung sich eine konkrete Haltung erarbeiten, wo sie sagt, das teilen wir oder wir lehnen es ab. Weil das Punkte sind, mit denen wir glauben, das Erneuerbare Energiegesetz erfolgreich reformieren zu können. Die Situation zurzeit in der Öffentlichkeit ist natürlich eine ganz andere. Jeder kennt den Spiegel, Strom ist Luxus, so wird da getitelt, beziehungsweise wir sehen, dass die EEG-Umlage von jetzt 5,27 Cent ansteigen wird auf wahrscheinlich 6,5 Cent. Das ist ein Punkt, das fällt natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung sowohl denen auf die Füße, die das Erneuerbare Energiegesetz auf den Weg gebracht haben, das sind die SPD und die Grünen, als auch denen, die in den letzten Jahren am Erneuerbaren Energiegesetz gearbeitet haben. Das ist vor allen Dingen schwarz-gelb. Also haben wir da durchaus alle gemeinsam eine Verantwortung, wie wir mit diesem Thema umgehen. Interessant ist eine Studie, bitteschön. Richtig. Interessant, und das trägt zur Lösung tatsächlich bei, ist eine Studie der Grünen Bundestagsfraktion. Wodurch ist denn dieser konkrete Anstieg entstanden? Das ist hochinteressant. Und zwar 52% des Anstiegs auf dann 6,5 Cent pro Kilowattstunde EEG-Umlage. 52% sind entstanden schlicht durch die gesunkenen Börsenstrompreise. Und wer jetzt sagt, na sorry, für die Börsenstrompreise können wir doch nur wirklich nichts, das ist doch freier Markt, der täuscht sich. Die Börsenstrompreise sind extrem abhängig von der Frage CO2-Zertifikate. Und das sehen wir zum einen bei den Stadtwerken, die im Moment berechtigt stöhnen darüber, dass sie ihre Gaskraftwerke nicht mehr wirtschaftlich betreiben können, weil Braunkohlekraftwerke aufgrund der Wertlosigkeit der CO2-Zertifikate problemlos sich noch am Markt halten können. Und zuerst im Moment die Kraftwerke abgeschaltet werden, von denen wir alle gemeinsam wollen müssten, dass sie am längsten von den fossilen Kraftwerken am Netz bleiben, nämlich die Gaskraftwerke, die eine wichtige Übergangsoption darstellen. Der nächste Punkt für die Preissteigerung sind 25% sind entstanden durch die zunehmenden Ausnahmen. Die Ausnahmen von der EEG-Umlagezahlungspflicht. Das ist sowohl bei der EEG-Umlage ein ganz großes Thema, als auch zunehmend ein Thema bei der Netzumlage, die natürlich ein immer größerer Posten am Strompreis werden wird. Das sieht im Moment noch keiner so richtig, weil noch ist es eine verschwindende Summe, aber es steigt massiv an. Und wir sehen, dass es ähnliche Ausnahmebedingungen gibt. Und bei der Netzumlage sind es jetzt wirklich definitiv Golfplätze, die davon entlastet werden von der Netzumlage, was praktisch immer dazu führt, dass alle restlichen Stromkunden diese Kosten mit übernehmen müssen. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir sagen, wir brauchen wieder eine solidarische Verteilung der Kosten der Energiewende. Und das heißt, wir müssen die Ausnahmetatbestände dringend überprüfen. Herr Altmaier hat das in seinem Papier durchaus auch anerkannt. Aus meiner Sicht hat Herr Altmaier damals einen schweren Fehler gemacht, indem er gesagt hat, wir machen eine rückwirkende Vergütungskürzung. Das hat die Diskussion ziemlich beendet zu dem Thema. Er rückt aus meiner Sicht jetzt davon ab. Und deswegen könnte es eine Möglichkeit geben, sich im Bundestag und Bundesrat zu diesem Thema nach der Bundestagswahl zu einigen. Und der letzte Punkt der Preissteigerung, das ist auch interessant, es sind ganze 13%,
die an Preissteigerung hinzukommen durch den Zubau erneuerbarer Energieanlagen. Das heißt, selbst wenn ich das alles sofort stoppen würde und keine einzige Anlage mehr ins Netz geht, der Trend zunehmende Befreiung und sinkender Börsenstrompreis bliebe erhalten und wir würden auch in Zukunft weitere Preissteigerungen durch die EEG-Umlage sehen. Deswegen müssen wir uns mit all diesen drei Punkten beschäftigen. Und der Antrag sagt zu allen drei Punkten natürlich was. Und wir sagen vor allen Dingen auch zu dem letzten Punkt was, zu den 13%, wo wir jetzt uns nicht einen schlanken Fuß machen und sagen, das ist unsere Industrie, die haben wir mit aufgebaut und denen tun wir jetzt alles Gute, sondern wir gehen da in harte Verhandlungen. Und für diesen Antrag habe ich nicht nur Fähnchenschwinken bekommen, auch viel Kritik eingesteckt für diesen Antrag von Leuten aus der Branche, die gesagt haben, müsst ihr wirklich jetzt so nach vorne preschen? Das könnten doch Ergebnisse in der Verhandlung sein, aber so muss man das ja nicht machen. Ich glaube aber, und da haben wir jetzt ein gemeinsames Interesse dran, dass wir für Veränderungen, sinnvolle Veränderungen werben müssen. Und ich möchte Ihnen einen kurzen Satz vorlesen, wenn das gestattet ist, Frau Präsidentin, aus der Wirtschaftswoche vom 2.9., also ganz aktuell. Und da äußert sich Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel sagt, zu prüfen ist auch, ob die sehr teure Offshore-Windproduktion ganz raus aus dem EEG-Förderung und über Steuermittel gefördert werden muss. Wer die Kosten der Offshore-Branche kennt, weiß, angesichts des engen Bundeshaushaltes, dass das praktisch unmöglich ist. Das würde dazu führen, dass es einen sofortigen Stopp innerhalb des Aufbaus neuer Offshore-Projekte gibt. Und diese Produktion dann irgendwann wieder anzufahren, halte ich für kaum möglich, weil die Industrie reagiert berechtigt sehr empfindlich, wenn sie sagen, wenn Energiewende bedeutet, dass ständig das politische Fähnchen gewendet wird. Mal ist es Atomausstieg, dann geht es wieder rein, dann geht es wieder raus, dann für Regenerative, dann ist das allen wieder zu teuer, dann wird das mit der Energiewende nichts. Und deswegen, das sollte dieser Antrag auch erreichen, ein gemeinsames Bekenntnis zur Energiewende und auch zur tragenden Säule der Energiewende, nämlich dem Erneuerbaren Energiegesetz. Und da stellt sich die nächste Frage, die sicherlich hier auch gestellt wird. Warum machen denn die Grünen keine Vorschläge für die Nach-EEG-Zeit, für ein marktkonformeres Vergütungsmodell? Und es ist tatsächlich so, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Aber ich muss ehrlich bekennen, es gibt kein besseres Modell als das Erneuerbare Energiegesetz. Ich kann mir das Quotenmodell angucken, was im Moment von der FDP favorisiert wird. Das Quotenmodell ist keine neue Erfindung, das gibt es in mehreren europäischen Ländern. Das Ergebnis ist dort, dass der Strom pro Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien teurer ist. Das hängt schlicht damit zusammen an dem Mechanismus eines Quotenmodells. Ich biete gnadenlos günstige Preise in der ersten Ausschreibung an. Die kann ich dann nicht halten, weil am Ende die Anlagenpreise nicht gefallen sind. Und dann kommen die Nächstplatzierten zum Zuge, die die Angel in den Teich gehalten haben und wesentlich höhere Preise angeboten haben. Das heißt, das funktioniert nicht. Es wird jedenfalls nicht billiger. Oder aber es bremst die Energiewende aus. Das sind die beiden Alternativen beim Quotenmodell. Das andere Modell, es wurde zum Beispiel in Schweden gefahren, ist das sogenannte Zertifikate-Modell. Auch Polen macht das. In Polen sieht es nicht wirklich gut aus mit dem Thema erneuerbare Energien. Auch in Schweden läuft es jetzt zunehmend darauf hinaus, Biomasse in Kohlekraftwerken zu verfeuern, was auch Polen gemacht hat. Und wer den CO2-Zertifikatehandel kennt, ahnt, wie stark der politische Druck von allen Seiten ist und wie schwer es sein wird, damit noch irgendetwas zu entwickeln. Deswegen bleibt für mich als Konsequenz, das Erneuerbare Energiegesetz ist mindestens, und darauf müssten wir uns einigen können, für die nächsten Jahre die treibende Kraft der Energiewende und deswegen unsere Verpflichtung, das EEG so umzustricken, dass wir im Moment existierende Mitnahmeeffekte reduzieren können, um einen weiteren Anstieg des Strompreises zu verhindern. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, beim Börsenstrompreis nämlich über das Thema Zertifikatehandel etwas zu tun, und auch bei dem anderen Thema gestiegene Firmenausnahmen was zu tun, werden wir es sogar schaffen können, in den nächsten Jahren die EEG-Umlage wieder zu senken. Das wird nicht dramatisch sein, aber es wird passieren. Mehrfach gesprochen habe ich zu zwei ganz wichtigen Themen, die mir jedenfalls sehr wichtig sind. Das ist einmal das Thema Biogasanlagen, von denen wir ja auch in unserem Land mehrere haben. Da, glaube ich, müssen wir uns deutlicher dafür einsetzen, die Direkteinspeisung ins Erdgasnetz. Und das kann aus meiner Sicht, weil ich die doppelte Strommenge aus der gleichen Biogasmenge bekomme, abzüglich der Kosten, die diese Aufbereitung kostet, bedeuten, dass ich Biogas, also Strom aus Biogas in Zukunft etwas billiger haben könnte. Es wird nicht viel sein, aber da ist eine Möglichkeit.
Und das wichtigste Thema, und ich war gerade auch auf dem Windenergie-Stammtisch der Offshore-Branche und habe da mit Branchenvertretern lange in der Pause diskutiert, das ist das Thema Offshore-Vergütung. Wir haben im Moment das sogenannte Spreizungsmodell, wo man mal gesagt hat, von 10 Cent, das ziehen wir auseinander, auf 19 Cent für 8 Jahre, dann gehen wir runter auf 3,5. Und ich kann Ihnen sagen, das kann die Offshore-Branche nicht selber fordern. Aber wenn aus dem politischen Raum die klare Bereitschaft kommt, zu sehen, dass die Offshore-Branche Planungssicherheit braucht, und Sie haben auch Anforderungen, wo Sie sagen, es nützt uns nichts, erst die Planungssicherheit zum Zeitpunkt des Anschlusses des Offshore-Windparks zu haben. Wir brauchen das letztendlich beim Thema Netzanschluss und Bestellung der Anlagen. Da gibt es eine Verhandlungslösung, wo man sagen kann, wir können dieses Spreizungsmodell auf 20 Jahre wieder in die Länge ziehen. Das ist mehr als 10 Cent, das ist völlig klar, das wissen auch alle Beteiligten. Aber es würde die EEG-Umlage in den nächsten Jahren, in den nächsten 8 Jahren massiv entlasten. Und nach diesen 8 Jahren kommt die große Entlastung aus dem Thema Photovoltaikanlagen, die dann langsam aus der EEG-Vergütung herausgehen. Ich wünsche uns eine spannende Diskussion. Danke. Danke, Herr Jäger. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 120 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist das